liebe Freundinnen und Freunde. Man muss es mit Blick auf die Bilanz so schonungslos sagen. Die amtierende Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern ist die schlechteste Staatsregierung der Nachkriegsgeschichte in Bayern. So darf es nicht weitergehen. Markus Söder hat ein unfassbar großes Mundwerk. Aber besser als der Hashtag Söder ist, wäre zur Abwechslung mal Söder liefert. Willkommen im Stadttheater in Ingolstadt, wo es an diesem Wochenende eine ganz besondere Aufführung gegeben hat, nämlich Das Beste liegt vor uns. Das war das Motto des FDP-Parteitags hier in Ingolstadt und es ist zugleich der Titel des Wahlprogramms, das die FDP vor ein paar Minuten einstimmig hier in Ingolstadt beschlossen hat. Das Beste liegt vor uns. Fakt ist jedenfalls, dass es für die FDP-Stand jetzt eigentlich nur besser werden kann. Sie liegt in Umfragen unter 5%. Der Wiedereinzug in den Landtag ist gefährdet und der Mann, der das hinkriegen muss, der die FDP, der eigentlich das schaffen soll, was bisher noch niemand geschafft hat, nämlich die FDP im Landtag zu halten. Das ist Martin Hagen, der Spitzenkandidat und Landeschef, mit dem wir gleich reden. Vorher noch ein Blick auf die Höhepunkte des Parteitags, was auch zeigt, wie die FDP mit sich ringt. Aber wir sehen den nicht. Die bittere Wahrheit ist, CSU und Freie Wähler haben aus der positiven Ausgangslage nichts gemacht. In keinem Bereich geht es dem Freistaat Bayern heute besser als vor 5 Jahren. Gibt es irgendjemanden in diesem Saal, der tatsächlich glaubt, dass in Berlin eine bessere Politik möglich gewesen wäre im vergangenen Jahr mit der CDU und CSU-Fraktion als mit SPD und Grünen in der Ampel? Wir müssen einfach mit unseren Themen wieder überzeugen. Ich glaube, die Bürger und Bürgerinnen wissen einfach aktuell nicht genau, welche Kernkompetenzen die FDP eigentlich hat. So, also, Frauenpower auf die Bühne. Kommt mal alle auf die Bühne. Die FDP ist weiblich. Los, zeigen wir es. Wisst ihr, was die dominierenden Themen waren der Interviews und Reden von Markus Söder und Hubert Aiwanger in den letzten Wochen? Achtung, Julia. Gendern und Insektenfressen. Kein Witz. Lest sie euch durch, hört sie euch an. Gendern und Insektenfressen. Bayerns Zukunft steht auf dem Spiel. Und der Ministerpräsident und sein Vize vermitteln den Eindruck, unsere größten Probleme seien geschlechtersensible Sprache und alternative tierische Proteinquellen. Die haben doch den Schuss nicht gehört, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin in Ingolstadt groß geworden. Hier in diesem Saal hatte ich meinen Abschlussball, meine Zeugnisverleihung. Und ich freue mich riesig, dass ihr alle übers Wochenende hier seid und wir jetzt 2 Tage über Bayerns Zukunft debattieren. Warum haben wir in Bayern immer seit Jahren nur 4%? Man kommt gar nicht in den Landtag rein, man kommt 5,1 rein oder in anderen Bundesländern, da fliegen wir raus. Wir müssen mal an das Problem gehen. Wir sagen, warum, wo fehlt es uns, warum kommen wir bei den Bürgern nicht an? Das ist mal wichtig, nicht immer zu sagen, wir sind die Besten, die anderen sind schlecht. So kommen wir nicht weiter, das müssen wir doch allmählich gemerkt haben, dass da was getan werden muss. Genau. Die letzten 5 Jahre bayerischer Schulpolitik, die standen gefühlt unter dem Motto Pleiten, Pech und Piazzolo. 2008. Nichts ging voran. Nichts hat funktioniert. Wir wollen deswegen die Kultusbürokratie in Bayern radikal reduzieren und dafür den Schulen vor Ort viel mehr Verantwortung geben über das, was sie am besten vor Ort auch entscheiden können, nämlich gerade auch pädagogische Fragen. Und deswegen braucht es eine radikale Umstellung unseres Bildungssystems in Bayern und dafür treten wir an. Das sind die Höhepunkte des FDP-Parteitags in Ingolstadt gewesen. Und jetzt ist er hier, Martin Hagen, der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat, der das hinkriegen muss, was das letzte Mal 1978 gelungen ist. Also nicht noch nie, sondern seit 78 nicht mehr, nämlich Wiedereinzug bzw. Halten der FDP im Landtag. Martin Hagen, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Das Beste liegt vor uns, ist das Motto. Woher wissen Sie das eigentlich? Es ist eine grundsätzlich optimistische Lebenshaltung, dass wir sagen, das Beste liegt nicht hinter uns, sondern wir arbeiten dafür, dass die Zukunft noch besser wird, dass wir unseren Kindern auch mal eine lebenswerte Welt hinterlassen und dass wir nicht sagen, Leute, so gut wie es früher war, wird es sowieso nicht mehr. Und das zeichnet uns Liberale seit jeher aus. Ich will es als Wähler aber ein bisschen genauer wissen. Sie haben kürzlich ein Papier geschrieben, FDP pur, und da steht drin, es drohende Rezession, ich zitiere wörtlich, und die Sorge um die Wirtschaft müsse ins Zentrum gerückt werden.
das klingt nicht so, als würde das Beste noch vor uns liegen. Naja, Optimismus ist ja nicht die Verleugnung der Realität, sondern wir haben eine schwierige Situation. Wir sind in einer schweren Krise durch den Überfall Russlands auf die Ukraine, Inflation, Energiekrise. Wir sehen heute, Gott sei Dank, jetzt wo auch einige Monate schon ins Land gegangen sind, seit meinem Papier damals, dass wir keine Rezession kriegen, sondern dass die Wirtschaft sogar wächst. Das ist das Ergebnis eines guten Krisenmanagements durch die Bundesregierung. Wir hatten keine Blackouts, die Menschen haben nicht gefroren in ihren Wohnungen, es gab keine Insolvenzwelle, es gab auch keinen heißen Herbst, wo rechts- und linksradikale Massenproteste organisiert hätten. Das heißt, wir sehen zum Glück, dass durch kluge Weichenstellungen wir gut durch diese Krise gekommen sind. Und jetzt geht es darum, die Zukunft zu gewinnen und eben auch in Bayern die Weichen richtig zu stellen. Und in diesem Gespräch geht es jetzt um sachliche Inhalte, um Sachpolitik. Schwerpunkt Ihres Wahlkampfs in den nächsten Monaten wird die Bildungspolitik sein. Nennen Sie uns mal ganz kurz bitte die Schwerpunkte Ihrer bildungspolitischen Forderungen, die Sie beschlossen haben. Wir wollen eine echte Revolution im bayerischen Schulsystem. Wir wollen nämlich im Grunde genommen eine Entmachtung der Kultusbürokratie zugunsten der Schulen vor Ort, die mehr selbst entscheiden wollen. Also wir wollen eigenverantwortliche Schulen vor Ort. Wir wollen Wahlfreiheit für die Familien, dass Kinder selbst entscheiden, auf welche Schule sie gehen und nicht mehr die sogenannten Schulsprengel. Wir wollen, dass die Schulen in einem fairen Wettbewerb zueinander stehen, auch Schulen in freier Trägerschaft mit Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Die sollen durch den Staat gleichwertig finanziert werden. Und wir wollen die besten Lehrkräfte für unser Land und wollen hier auch die Lehrerlaufbahnen und auch die Lehrerausbildung flexibilisieren. Was Sie nicht gesagt haben, Schulbeginn auf 9 Uhr nach hinten schieben, warum das? Gehört auch zu Ihren Forderungen. Wir wollen einen Modellversuch, in dem wir austesten, welche Möglichkeiten es gibt, den Schulen die Möglichkeit zu geben, vielleicht die Schule nicht mehr um 8 Uhr, sondern 8:30 oder 9 anfangen zu lassen. Weil Wissenschaftler sagen, dass das dem natürlichen Biorhythmus der Kinder viel eher entspricht. Die sind so früh am Morgen noch gar nicht so aufnahmebereit. Wir wissen aber auch, dass es natürlich Hürden gibt in der Praxis, den Arbeitsbeginn der Eltern, die Zeiten. Es gibt keine Betreuer. Woher sollen die dann kommen, um so eine Betreuung von vielleicht 8 oder 7:30 Uhr bis 9 Uhr zu gewährleisten? Ja, und deswegen sagen wir ja Modellversuch. Deswegen sagen wir wollen Möglichkeiten eröffnen und nicht das von oben vorschreiben, so wie wir ohnehin mehr Verantwortung an die Schulen vor Ort geben wollen. Wir wollen, dass nicht mehr alles zentralistisch in München entschieden wird, sondern wir glauben, dass die Schulfamilien mit Eltern, Lehrerinnen, Lehrern, Kindern vor Ort meistens die besten Lösungen für die Kinder auch entwickeln können. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt und das haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt, deswegen da Nachfrage. Haben die Schulen, haben die Rektoren überhaupt genug Ahnung, um diese Verantwortung zu übernehmen? Da gehört Management dazu, die müssen mit Geld umgehen können, die müssen Personalmanagement betreiben. Woher soll dieses Know-how vom Kultusministerium in die Schulen kommen? Also klare Antwort, ja, die Schulen haben Ahnung davon und die Verantwortlichen vor Ort, die Lehrerinnen und Lehrer, auch die Eltern und Schüler, die wissen, welche Probleme es vor Ort gibt und welche passgenauen Lösungen vor Ort gefunden werden können. Aber natürlich, wenn wir Managementaufgaben an die Schulen delegieren und nach unserem Konzept sollen die Budgethoheit, Personalhoheit bekommen. Aber dafür muss man dann gut mit Geld umgehen. Genau, dann bedeutet das natürlich auch, dass der Job eines Schulleiters, einer Rektorin, eines Rektors eine andere Herausforderung wird, als sie das momentan ist. Und natürlich braucht es da auch entsprechende Kompetenzen, die dafür vermittelt werden müssen. Wenn die Rektoren jetzt hören, ich soll mehr Verantwortung kriegen, auch mehr Wissen und Können, die sagen doch jetzt schon, sie haben zu viel zu tun. Rektoren wie auch Lehrer. Ich kenne keinen Schulrektor, keine Schulrektorin, die sagt, ich möchte gerne, dass mir mehr Entscheidungsfreiheit genommen und zentrale München entschieden wird, sondern die sagen, ich möchte gerne vor Ort entscheiden. Deswegen, ich glaube, dass das etwas ist, das sehr im Sinne der Schulen vor Ort ist. Auch in Ihrem bildungspolitischen Programm Leistungsanreize für Lehrer. Wie stellen Sie sich das genau vor? Ich glaube, dass Lehrer, die besonders engagiert sind, auch besonders gut bezahlt werden sollten. Und wir haben ja in allen Bereichen der Wirtschaft Modelle entwickelt, wie es auch Boni gibt, wie es leistungsorientierte Bezahlung gibt. Und ich glaube, dass das auch für das Schulsystem das Richtige wäre. Denn den Job, den die Lehrerinnen und Lehrer machen, ist einer der wichtigsten Jobs, die wir haben in diesem Land. Die sind diejenigen, die dafür sorgen, dass unsere Kinder gut ausgebildet werden, dass die Kinder auch ihre natürliche Freude am Lernen entdecken und weiterentwickeln und damit die Zukunft auch unseres Wirtschaftsstandortes ganz massiv beeinflussen. Und warum sollte ausgerechnet im Lehrerberuf es nicht so sein, dass wir leistungsabhängige Bezahlung ermöglichen? Ich glaube, das wäre ein gutes Instrument, um auch die Motivation noch zu verbessern. Schwingt da die Unterstellung mit, dass es faule Lehrer gibt? Überhaupt nicht. Die Unterstellung, die mitschwingt, ist, dass besonders engagierte Lehrer auch einen Bonus davon haben sollten. Und wir haben sehr viele sehr engagierte, sehr motivierte Lehrkräfte. Jetzt müssen wir eine wichtige Frage noch beantworten. Das Hauptproblem, oder sagen wir mal eines der Hauptprobleme der Bildungspolitik, ist ja im Moment der Lehrermangel. Wie wollen Sie den beheben? Wie wollen Sie die Lehrer überhaupt erstmal gewinnen, die wir brauchen? Wir brauchen erstmal eine längerfristige Lehrerplanung. Das war ja immer das Problem, dass wir von Jahr zu Jahr gedacht haben. Längerfristig und jetzt haben wir, heißt, Herr Hagen? Längerfristig heißt, wir wissen doch, wie viele Kinder dieses Jahr geboren werden. Und wir wissen, dass die in 6 Jahren zur Schule gehen. Das heißt, ja, wir können Mangel vorausplanen. So, ja. Der Mangel ist jetzt groß, weil in der Vergangenheit da eben schlecht geplant wurde. Auch eine Kritik von unseren Kultusministern.
Bildungsminister Piazzolo von den Freien Wählern. Wir wollen den Lehrerberuf attraktiver machen. Wir wollen auch die Lehrerausbildung attraktiver machen, zum Beispiel indem wir auf Bachelor-Master-Studien setzen. Nicht jeder weiß mit 18 schon, dass er Lehrer werden und bis zum Ende seines Lebens Lehrer bleiben möchte. Mancher merkt es vielleicht mit Anfang, Mitte 20, mancher auch später. Und deswegen wollen wir zum Beispiel, dass jemand, der einen Bachelor in Mathematik beispielsweise gemacht hat und dann merkt, hey, Lehrer wäre ein Beruf für mich, darauf einen Master in Pädagogik setzt und sozusagen sich das Rüstzeug, sein Wissen auch an Kinder zu vermitteln, dann draufsattelt. Und genauso wollen wir die Möglichkeiten für Quereinsteiger verbessern, die Möglichkeiten auch aus dem Lehrerberuf in die Wirtschaft und wieder zurückzuwechseln. Aus unserer Sicht muss nicht jeder Lehrer Beamter sein und wir brauchen da vielfältigere Karriereoptionen. Aber wirklich kurzfristig ist das alles nicht, ne? Zum nächsten Schuljahr hin oder sagen wir mal, sollten Sie tatsächlich das erreichen, was Sie anstreben, können wir auch noch darüber sprechen, nämlich mitregieren, dann wäre das so zum nächsten Schuljahr auch nicht erreichbar mit dem, was Sie gerade skizziert haben, oder? Langfristige Probleme lassen sich nie kurzfristig lösen. Wir merken jetzt, dass es Bayern beim Lehrermangel, genauso wie in anderen Bereichen, schlechter geht als vor 5 Jahren. Unser Ziel ist, dass, wenn wir ab Herbst mitregieren, es Bayern dann in 5 Jahren, am Ende der nächsten Legislaturperiode, besser geht. Und es betrifft auch die Themen Lehrermangel und Unterrichtsausfall. Noch einmal nachgehakt, Sie haben keine exklusive Idee im Unterschied zu allen anderen Parteien, die jetzt zeigt, hier ist der Vorschlag der FDP, um den Lehrermangel ganz kurzfristig zu beheben. Gibt es da was? Ja, wir können nicht von heute auf morgen uns Lehrer backen, aber wir haben ein Alleinstellungsmerkmal bei unserer Vorstellung, wie sich der Lehrerberuf in Zukunft entwickeln soll. Und ich glaube, das ist etwas, das den Lehrerberuf auch langfristig attraktiv macht. Lassen Sie uns auf die FDP als Partei schauen. Sie sind, haben Sie selber gesagt, optimistisch, das zeichnet die FDP aus. Zuversicht hat man auch bei diesem Parteitag ständig gespürt, aber es gibt schon auch Delegierte, die zu erkennen geben, dass die Partei mit sich ringt. Wofür steht diese FDP? Wir müssen einfach mit unseren Themen wieder überzeugen. Ich glaube, die Bürger und Bürgerinnen wissen einfach aktuell nicht welche Kernkompetenzen die FDP eigentlich hat. Kurze Frage, können Sie mit dem Namen Martin Hagen etwas anfangen? Nein. Können Sie mit dem Namen Martin Hagen etwas anfangen? Ja. Wer ist das denn? Ein Mann. Gut, und außerdem? Ich weiß es nicht. Nicht repräsentativ, sondern gemein ausgewählt, nämlich wirklich nur die kritischen Stimmen. Aber wir wollen eben darüber ein bisschen genauer sprechen jetzt. Kernkompetenzen hat der Delegierte Michael Seibold, ich glaube FDP Erding ist er, angesprochen bei uns im BR24. Ich will mal eins rausgreifen, Kernkompetenz Bildung, was Ihnen ja wichtig ist. Da ist die Zahl der Leute, die sagen, die FDP hat es drauf beim Thema Bildung, gesunken zuletzt. Im jüngsten Bayern-Trend Januar nur noch 4%, die sagen, die FDP ist für uns die stärkste bildungspolitische Kraft. Das war ein paar Monate Zeit vorher noch 5%. Was wollen Sie da tun, außer das, was wir eben schon besprochen haben? Also ich glaube, ein Minus von 1 Prozentpunkt ist jetzt nichts, was statistisch signifikant ist. Wichtig ist, wir sind die Partei, der die Bürger etwas zutrauen beim Thema Wirtschaft, beim Thema Digitalisierung, beim Thema Finanzen, beim Thema Bildung und auch beim Thema Wissenschaft. Und das sind die Schwerpunkte, mit denen wir auch in den Wahlkampf gehen werden, weil das auch, glaube ich, ganz wichtige Themen sind für die Zukunft Bayerns. Aber der Delegierte hat natürlich einen Punkt. Die FDP ist jetzt seit etwa 1,5 Jahren in einer Bundesregierung. Und in einer Bundesregierung kann man nicht reine Lehre vertreten. In einer Bundesregierung, gerade wenn man in Zeiten kommt, die sehr, sehr stürmisch sind, wo man große Krisen zu meistern hat, noch dazu als kleinster Koalitionspartner, muss man Kompromisse machen. Und das ging natürlich in den letzten Monaten zulasten des liberalen Profils. Und deswegen habe ich ja zu Beginn des Jahres auch gesagt, wir brauchen FDP pur. Wir müssen Kompromisse machen, aber wir müssen gleichzeitig sagen, was ist die Position der FDP und was stärken die Menschen, wenn sie die FDP bei Wahlen wie jetzt bei der Landtagswahl am 8. Oktober wählen. Denn wer die FDP in Bayern wählt, der bekommt damit auch mehr Marktwirtschaft, mehr Freiheit, mehr Eigenverantwortung, mehr solide Haushaltspolitik in Berlin. Ich will Sie bei den Kernkompetenzen noch nicht auslassen. Es ist nämlich in den Feldern, die Sie selbst genannt haben, auch nicht so, dass die FDP da wahnsinnig nach oben gegangen wäre und da jetzt mehr Zuspruch bekäme als früher. Deswegen nochmal die Frage, bei den Kernkompetenzen sieht es zumindest nicht prickelnd aus für die FDP. Haben Sie noch eine Idee, wie man zum Beispiel auch bei der Wirtschaft stärker zeigen kann, was die FDP drauf hat? Es ist ja immer so, wenn die Partei in den Umfragen insgesamt zurückgeht, sinkt natürlich auch die Zahl derer, die der Partei auf einem Themenfeld besonders viel zutrauen. Und wir hatten beim letzten Bayern-Trend einen Rückgang im Vergleich zu vor einem Jahr. Und von daher ist das nur natürlich das die Erklärung. Langfristig, jetzt, ja. Langfristig stelle ich fest, haben wir momentan mehr Felder, auf denen die Bürger uns überdurchschnittlich viel zutrauen, als wir es vor 5 oder 10 Jahren hatten. Das ist schon mal ein Vorteil. Die Frage, wie wir es schaffen, auch noch mehr zum Beispiel in der Wirtschaftskompetenz bei den Bürgern Vertrauen zu gewinnen.
wir müssen einfach rausstellen, welche Themen wir haben. Das haben wir auf diesem Parteitag aufgeschrieben, aber auch welche Köpfe wir haben. Zum Beispiel der ehemalige Wirtschaftsminister Bayerns, Franz Josef Schierer von der CSU, der ist letztes Jahr zur FDP übergetreten, weil er sagt, mit seinen marktwirtschaftlichen Positionen fühlt er sich bei der FDP momentan besser aufgehoben als bei der CSU. Hat er, glaube ich, aber nicht gesprochen, oder? Habe ich ihn übersehen? Nein, er hat nicht gesprochen auf dem Parteitag, aber er spricht sehr oft im Bayerischen Landtag, er spricht sehr oft auf Veranstaltungen vor Wirtschaftsverbänden, bei sich vor Ort, bei Unternehmern. Und solche Persönlichkeiten wie Herrn Schierer, aber auch andere, müssen wir natürlich in den Vordergrund stellen. Die FDP hat gutes Personal, wir haben 12 Abgeordnete im Bayerischen Landtag, alles Fachleute auf ihren jeweiligen Politikgebieten. Und ich glaube, mit denen werden wir auch im Wahlkampf punkten können. Thema Gratwanderung zwischen Einbindung in die Ampel, zugleich Landespolitik machen, die Schwierigkeiten haben wir angedeutet. User Bergwanderer, so nennt er sich, auf BR24 schreibt, Landes ist auch Bundespolitik, ich zitiere, Sie wählen, also Sie wählen, Herr Hagen, hieße Geld verpulvern und Sonderschulden statt solider Finanzen. An die FDP gerichtet, heftig, oder? Ja, und vor allem unzutreffend. Denn die FDP ist ja der Garant für solide Finanzen in Berlin. Die FDP ist die einzige Partei, die immer gesagt hat, wir müssen die Schuldenbremse einhalten. Und 2023 hält die Bundesregierung die Schuldenbremse auch wieder ein. Und das ist das Verdienst der FDP. Markus Söder hat die Schuldenbremse letztes Jahr noch als Prinzipienreiterei verspottet. SPD und Grüne stellen sie regelmäßig in Frage, haben immer mehr Ausgabewünsche. Und Christian Lindner ist der Garant dafür, dass wir nicht immer höhere Schuldenberge auftürmen. Wir hatten letztes Jahr eine schwere Krise, in der wir Geld in die Hand nehmen mussten, um die Bürger zu entlasten, um zu verhindern, dass wir Insolvenzwellen bekommen, dass die Bürger sich das Heizen nicht mehr leisten können, auch um unsere Bundeswehr zu ertüchtigen, weil 16 Jahre lang unter der CDU-CSU geführten Regierung die Bundeswehr vernachlässigt wurde. Aber dieses Jahr halten wir die Schuldenbremse wieder ein und gleichzeitig verhindern wir höhere Steuern. Und ich finde, das ist ein tolles Alleinstellungsmerkmal, weil das kriegt man nur, wenn man die FDP stärkt. Jetzt gehen wir noch mehr rein in die Materie Wahlkampfstrategie. Ein bisschen was für Feinschmecker. Sie haben eine Partei bei diesem Parteitag besonders angegriffen, die CSU. Und hat ein Thema, das Verhältnis in den letzten Tagen besonders belastet, Stichwort Wahlrechtsreform. Wir wollen uns noch mal in Erinnerung rufen, was Sie gestern hier Richtung CSU beim Parteitag gesagt haben. Und bei aller Konkurrenz und bei allen Differenzen zwischen uns und der CSU, zwischen mir persönlich und Markus Söder, sage ich eins ganz klar. Es ist nicht das Ziel der FDP, dass die CSU aus dem Bundestag fliegt. Und es wäre vor allem auch den bayerischen Wählerinnen und Wählern nicht vermittelbar, wenn Dutzenden Politikerinnen und Politikern, die ihre Wahlkreise gewonnen haben, das Mandat verweigert würde. Das geht nicht. Warum erst ein Problem schaffen mit diesem Wahlrecht und dann nach einer Lösung suchen müssen, wie Sie das ja offensichtlich getan haben. Lassen Sie mich einen Satz vorweg sagen, weil Sie gesagt haben, ich hätte besonders die CSU angegriffen. Ich habe mich als Opposition kritisch mit der Bilanz der Staatsregierung auseinandergesetzt, insbesondere mit den Bereichen Bildung und Wirtschaft. Das sind beides Bereiche, die die Freien Wähler verantworten. Das Problem beim Wahlrecht hat die CDU-CSU geschaffen, weil sie es in den letzten 10 Jahren nicht geschafft hat, das zu tun, was die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger erwartet, nämlich den Bundestag wieder zu verkleinern. Der Bundestag ist das zweitgrößte Parlament der Welt. Nach China haben wir das größte Parlament der Welt und die Bürger sind sich einig, es muss kleiner werden. Gerade die CSU hat es immer wieder blockiert und jetzt wurde eine Lösung gefunden, die ein Problem hat. Und dieses Problem haben wir erkannt und ich sage, dieses Problem müssen wir beheben. Denn es kann nicht sein, dass in Bayern jetzt im großen Stil Wahlkreise unbesetzt bleiben. Warum haben Sie das nicht vorher gesehen? Der Punkt war in den Verhandlungen. Letzte Woche hat der Sachverständige der CDU gesagt, in diesem Modell passt die Grundmandatsklausel nicht rein. Und aufgrund dieser Stellungnahme eines CDU-Sachverständigen hat die Ampel gesagt, dann streichen wir die Grundmandatsklausel. Und dann hat man gemerkt, Moment mal, die CSU, die immer sehr selbstbewusst auftritt, die sind gar nicht so weit über der 5%-Hürde bundesweit. Und es könnte sein, wenn die CSU noch weiter abschmiert, dass dann möglicherweise auch deren Direktmandate nicht mehr ziehen. Und ich sage, das kann nicht sein. Aus dem Grund habe ich Markus Söder auch persönlich zugesagt, wir werden eine Lösung finden, wir werden uns als FDP darum bemühen. Es ist nicht unser Ziel, dass die CSU aus dem Bundestag fliegt. Und es ist erst recht natürlich nicht unser Ziel, dass in Bayern Wahlkreise dann nicht im Bundestag repräsentiert sind. Sie sind Opposition, völlig klar. Sie müssen die Staatsregierung angreifen. Auch beide Partner da drin, CSU und Freie Wähler. Die Frage an Sie ist, Sie wollen ja regieren nach der nächsten Landtagswahl. Wie soll das funktionieren? Also wir haben in Bayern die Situation, dass eigentlich klar ist, welche Partei nach der nächsten Landtagswahl weiterhin die stärkste Kraft sein wird. Und das wird auch die Kraft sein, die die Regierung führt. In Bayern ist nicht die Frage, SPD, Grüne oder CSU, welche Partei stellt den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin, sondern in Bayern geht es eigentlich nur um die Frage, wer wird der Koalitionspartner. Und ich glaube, dass die FDP, gerade wenn wir uns die Herausforderungen für die Zukunft anschauen, die Partei ist, die da mehr zu bieten hat als die Freien Wähler, die mit ihren Ministern Aiwanger, Piazzolo gerade in den Bereichen
Wirtschaft und Bildung in den letzten Jahren nicht gut performt hat. So, und darauf wollte ich hinaus. Wenn Sie jetzt mit der CSU regieren wollen, dann muss doch die CSU also eher stärker werden in Ihrem Interesse, denn dass die FDP jetzt plötzlich die 10% holt, die die Freien Wähler so in Umfragen erwarten können, das zeichnet sich Stand jetzt bei aller gebotenen Vorsicht nicht unbedingt ab. Dann müssen Sie doch ein bisschen zurückhaltend sein, wenn Sie gegen die CSU feuern, oder nicht? Wir feuern ja nicht gegen Personen und nicht gegen Parteien, sondern wir artikulieren Inhalte. Und inhaltliche Kritik, da wo sie geboten ist, also wir sind eine Oppositionsfraktion, wir würden doch unseren Job schlecht machen, wenn wir zum Beispiel sagen, wir sehen über die Skandale hinweg, die es da gibt bei der zweiten Stammstrecke, bei den Maskendeals, beim Nürnberger Zukunftsmuseum. Wir müssen den Finger in die Wunde legen, da wo es Verfehlungen gibt. Die Stammstrecke wurde 2,5 Jahre lang vertuscht durch die Regierung. Da können wir doch nicht zu schweigen. Also ich glaube, hart in der Sache die Oppositionsarbeit ernst nehmen, aber gleichzeitig natürlich mit allen demokratischen, Parteien, die wir als Mitbewerber verstehen und nicht als Feinde, ordentlich umgehen. Und natürlich sind wir koalitionsfähig mit der CSU. Schauen Sie, Hubert Aiwanger hat vor der letzten Wahl Markus Söder als Diktator beleidigt und trotzdem nach mit ihm koaliert. Von solchen Verbalinjurien nehmen wir Abstand. Wir streiten uns in der Sache. Das heißt nicht, dass man nachher nicht zusammenarbeiten kann. Ich will noch einmal zurück zum Wahlrecht und noch einen User mit reinnehmen, der sich Mr. Max nennt. Der schreibt auf BR24, Zitat, einerseits Abgeordnete abschaffen, im Gegenzug mehrere hundert Beamtenstellen schaffen. Er meint das, was wir über Berlin gehört haben, dass da die Ampel in mehreren Ministerien kräftig Beamtenstellen aufgebaut hat. Es waren tatsächlich mehrere hundert. Wie passt das zusammen? Abgeordnete streichen, Signal nach außen, wir verkleinern den Bundestag, was Sie auch in Bayern wollen, Landtag verkleinern, zugleich aber mehr Beamte. Wir wollen insgesamt einen schlankeren Staat. Dazu gehört ein schlankes, effizientes Parlament und natürlich auch eine schlanke, effiziente Verwaltung. In Bayern hat Markus Söder in den letzten 5 Jahren um 42% die Zahl seiner Beamten in der Staatskanzlei erhöht. Heißt das nicht, dass Sie es auch so machen? Das heißt, Markus Söder braucht 42% mehr Beamte, um zu regieren, als sein Vorgänger Horst Seehofer. Das kritisieren wir. In Berlin hatten wir jetzt einen Regierungswechsel. Bei einem Regierungswechsel ist es natürlich immer so, dass die neuen Minister auch ihr Personal teilweise mit in die Leitungsstäbe holen. Das ist nötig, denn ein Minister, der in dem engsten Vertrauensumfeld Leute hat, die sein Vorgänger von einer anderen Partei da reingebracht hat, der hat natürlich nicht wirklich auch den Hebel, um dann seine Politik durchzusetzen. Das heißt, es ist etwas, das am Anfang eines Regierungswechsels einmal passieren muss. Es ist aber auch nichts, was wir grundsätzlich gut finden. Ich finde, wir können auch in Berlin in der Verwaltung, also im Bund, deutlich sparen, absolut. Letzter Punkt, den ich mit Ihnen ansprechen will in diesem BR24 Live, Energieversorgung wird den Landtagswahlkampf mehr oder weniger auch mitprägen. Es ist von der FDP beschlossen worden, Teil des Wahlprogramms, die jetzt noch laufenden 3 Atomkraftwerke sollen nochmal eine Verlängerung kriegen, also über den 15. April hinaus. Und bereits abgeschaltete Atomkraftwerke, korrigieren Sie mich, wenn ich das, die sollen wieder ans Netz. Da hat es eine wilde Debatte gegeben, wild war sie ein bisschen übertrieben, aber eine Debatte gegeben hier beim Parteitag. Ich will noch mal einen Delegierten in Erinnerung rufen, der das Ganze kritisch sieht. Ja, wir haben uns für Atomkraft entschieden angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage. Das war auch eine richtige Entscheidung. Aber diese Entscheidung war keine, die darauf baut, dass wir jetzt dauerhaft auf Atomkraft so wie wir sie bisher kennen, setzen wollen. Und ich möchte im Wahlkampf bitte nicht jedes Mal erklären müssen, dass wir jetzt überall Atomkraftwerke bauen wollen. Sam Buttard von den Julis war das. Warum machen Sie es den Wahlkämpfern so schwer, indem Sie ihn nötigen, das erklären zu müssen? Na, das, was er gesagt hat, ist ja richtig. Wir wollen keine neuen Atomkraftwerke bauen und wir wollen auch nicht dauerhaft auf die Atomkraft setzen, denn die Atomkraft hat natürlich Probleme. Gerade die Endlagerproblematik ist nach wie vor ungelöst. Aber die Frage ist doch, in der jetzigen Situation, in der wir irgendeine Brückentechnologie brauchen, weil wir übrigens auch aufgrund der Politik von CSU und Freien Wählern noch nicht weit genug sind beim Ausbau der Erneuerbaren und der Stromtrassen, müssen wir doch irgendeine Alternative haben. Und ich glaube, dass die Kernkraft dafür besser ist, sie ist nämlich klimafreundlich, als Kohlekraftwerke, die Robert Habeck jetzt reaktiviert. Also wenn ich die Wahl habe, Atomkraftwerke noch ein paar Jahre länger nutzen oder Kohlekraftwerke reaktivieren, dann setze ich auf die Atomkraft. Aber das ist nicht meine Lösung für alle Ewigkeit und es geht auch nicht um den Bau neuer Kraftwerke. Vielen Dank, Martin Hagen. Danke, dass Sie mit dabei waren hier im BR24 Live. Danke für das Gespräch. Heute Abend um 23.15 Uhr im BR Fernsehen eine Sondersendung zu diesem FDP-Parteitag, wo wir dann Susanne Seehofer, die Tochter des früheren Ministerpräsidenten, noch porträtieren wollen. Das heute Abend 23.15 Uhr. Vielen Dank fürs Interesse euch. Schönen Nachmittag. Ciao aus Ingolstadt.